Hallo zusammen, ja, mich gibt's auch noch. Ich habe jetzt seit knapp 2 Monaten, glaube ich, kein Video gemacht. Hat aber alles eigentlich keinen besonderen Grund gehabt. Ich hatte einfach nur jetzt nicht unbedingt Lust, Age of Empires zu spielen. Habe ich eigentlich im Moment auch nicht wirklich, aber ich habe mir gedacht, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass ich so lange das schleifen lasse. Und es haben Leute Kommentare geschrieben, gefragt, ob alles in Ordnung sei. Alles ist bestens. Haben ein bisschen viel Stress so halt im privaten Leben und auf der Arbeit auch. Deshalb haben einfach andere Sachen Priorität genossen. Ich mache jetzt einfach mal ein Video und laber euch hier so ein bisschen voll, einfach damit ihr nochmal was zum Schauen habt und mich beim Leiden beobachten könnt, denn ich werde meine Hassmap hier spielen. Ich habe jetzt keine Lust mehr noch ein 4 gegen 4 irgendwie online zu suchen, sondern werde jetzt ein 1 gegen 1 gegen Barbarian auf Black Forest spielen, meiner erklärten Hassmap. Und ja, ich glaube, im 1 gegen 1 ist Barbarian auf der Map schwieriger als zum Beispiel auf Arabien. Weil Barbarian als KI natürlich sehr viel besser im Multitasking ist als ein Mensch oder zumindest das Potenzial dazu hat. Und ich glaube, dass ich jetzt mit 2-monatiger Spielpause wahrscheinlich auch noch ein bisschen schlechter bin, als ich normalerweise wäre. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich sozusagen als verlieren werde, aber werde natürlich mein Bestes geben. Ich spiele jetzt das Ganze mit aufgedeckter Karte, wie man das auch online meistens sieht. Einfach um uns hier, mir hier den gesamten Black Forest Genuss nicht vorzuenthalten. Also ich bin Japaner und spiele gegen Äthiopier. Äthiopier sind auf jeden Fall das bessere Volk für die Map. Also da schon mal ein kleiner Nachteil. So, aufgedeckt wird das Ganze meistens gespielt online, weil man dann halt diese ganzen Durchgänge zwischen den Wäldern gut sehen kann. Für mich ist gerade der Spielsound ein bisschen laut. Da muss ich wohl wahrscheinlich in andere Einstellungen rein. Ah, Moment. So. Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme nicht ganz so krass, wie bei mir gerade. Auf dem Ohr. So. Das Ganze natürlich hier mit dem Warlord of Kingdoms Mod, ihr seht es auch hier unten. Das heißt, da deswegen halt auch mit der Wubli-Version, auf der man ja ausschließt, weil es ja die einzige ist, bei der man die Barbarian-KI überhaupt benutzen kann. Trotzdem mit Erweiterung. Also das nur dank Warlord of Kingdoms möglich, wie man das und Wubli und alles einrichtet, das findet ihr in einem Video, das ich vor einiger Zeit mal gemacht habe. Ich werde es natürlich in die Videobeschreibung packen. Und ich habe schon gesehen, ich habe hier hinten sehr viele Wildschweine. Das werde ich mir natürlich später nochmal zunutze machen. So, Wildorder noch drin anscheinend erstmal. So, hier ist also der Durchgang. Hier ist viel Stein. Ich gehe mal davon aus, das ist alles seins. Also mein Stein scheint hier und hier zu sein. Ja, wunderbar. Ah, ich muss jetzt aber noch mal was schauen. Also ich habe jetzt echt so lange hier nicht aufgenommen, dass ich jetzt auch nicht mehr so einen Überblick habe. Habe ich das richtig gemacht hier? Nee, habe ich. Okay, scheint alles gut zu sein. Also es hat auch mal jemand gefragt, ob ich nicht mal in höheren Auflösungen aufnehmen kann. Das hat dann leider eben große Performance-Probleme. Was ist halt, würde das halt nach sich ziehen. Deshalb mache ich das erstmal wieder nicht. Also ich habe, als ich den Computer gerade neu hatte, habe ich mir mal ein paar Videos auch in Full HD aufgenommen. Aber das ist, die Dateien sind dadurch nicht größer. Und der PC muss halt auch deutlich mehr schuften, deshalb habe ich das halt eher nicht gemacht bislang. Meine Rehe sind, also, wo ist noch die denn? Meine Rehe sind auch sehr nah an meinen Bären, das ist immer gut. Dann muss man nämlich, kann man eine Mühle bauen und quasi beides abgreifen, aber hier will ich natürlich auch meine Wildschweine alle haben. Ich werde jetzt einfach mal hier ganz lässig patrouillieren, ohne noch irgendwas groß mit dieser Lücke anzustellen. Gegen Barbarian muss ich jetzt nicht unbedingt nach vorne latschen und mir das so schnell wie möglich alles zumauern. Das ist auch in Ordnung, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit lasse, denke ich. Du kannst jetzt mal das Wildschwein abholen. Und du hier bitte Holzfallen. So. So, die meisten Reflexe scheinen noch zu sitzen. Die Mechaniken sind noch ein bisschen da. Das Timing vom Bohr stimmt aber anscheinend nicht so ganz. Ah, fuck. Ja gut, dann nehmen wir den Kollegen hier. Ups. Nein, ah, jetzt läuft er da um diesen Baum rum. Das war natürlich dumm. So, da ist schon mal einiges schief gelaufen hier. Das ist natürlich jetzt hier alles ein bisschen schlimm gewesen. Nicht nachmachen, bitte. Och, das war nicht so schön. Aber da war, ist der Bohr auch so komisch gelaufen. So, ist das hier oben? Ne, hier unten ist ein zweiter. Der offizielle zweite sozusagen. Jetzt liegt mein Bohr halt so weit hier weg. Ich muss immer Force Drop machen. Das ist nicht so schön.
Hallo, kannst du jemand haben? Ich habe den zweiten direkt noch ein bisschen früher. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr drauf als normalerweise. Und auch das Timing vom nächsten Ball komplett verkackt. Okay, also es sitzt also nicht mehr anders so richtig. Das ist schade, aber auch eine Observation hier. Eine Beobachtung. Komm. Nein, du gehst ja auch hier hoch. Und du kannst auch hier hoch. Ach, alles ärgerlich. Aber das merkt man mal, wie viel das ausmacht, wenn man nicht im Saft ist und lange nicht spielt. Hat einiges aus. So, jetzt aber das Timing machen wir diesmal richtig. Na, auch nicht. Schade. Ach, so. Holz bräuchten wir mal jetzt. Aber zumindest ein paar von meinen Reflexen sitzen noch. Ich verstehe gerade die Perspektive hier nicht. Warum habe ich da mehr Schaden gefressen als er? Naja. Ach, ich bin ja auch Japaner, da kann ich mir günstiger meine ganzen Gebäude hier bauen. Das ist ja sehr praktisch tatsächlich. So, hier Gold. Boah, Leute, wehrt euch. Ja, machen wir mal 27 Pop jetzt draus. Ich habe jetzt einiges natürlich ein bisschen verpeilt hier. Aber ich glaube, so viel Holz brauche ich gar nicht. Fällt mir gerade rein. Schicken wir den hier noch rüber. Ja, wenn so viel Jagd kann man nicht so gut Frostdruck machen. Es sollte trotzdem ja alles hinhauen eigentlich. Aber wie viel haben wir hier noch drauf? Ja gut, nehmen wir mit. Oder? Ne, komm, ihr geht hier hoch. Ich hoffe mal, das kommt hier jetzt alles allgemein hin. Bin mir nicht so ganz sicher. Hat man nicht immer so viel Glück auf Black Forest natürlich, dass da so viele Wildschweine spawnen. Aber wenn man es mal hat, muss man es eigentlich auch ausnutzen. Man, jetzt habe ich auch extremst viel Holz angesammelt. Also mit den Japanern sich ordentlich anzupassen, ist auch nochmal so eine Kunst, die ich vielleicht nochmal verfeinern sollte, wenn ich mal wieder zu Potter kommen möchte hier. Ups, okay, der hängt hier fest. Dann lade ich hier drauf, bitte. Ach fuck, jetzt hängt er da hinten so ein bisschen. So, jetzt ist genug tot, hoffe ich. Du kannst mir hier, keine Ahnung, Haus bauen. Koordination hakt. Habe ich auch drei auf das Ding geschickt, aber naja, habe ich auch zu spät angefangen zu bauen, das passt schon. Kommst du hier dran? Wie viele Wildschweine waren das jetzt eigentlich? Sechs oder so? Ja. Kann ich eigentlich mal ein Doppellayer daraus machen? Können wir irgendwas abliefern? Wunderbar. Ja, Leute. Noch kein Feld gebaut. Ich habe auch noch ein paar Truthähne übrig. Ein bisschen auf Feldern wird noch gebaut. Ach, schauen wir mal, was der Gegner so treibt.
Stirbt der Kollege mir? Nee. Okay, macht Archer. Vielleicht gibt, macht er einen frühen Push. Macht Kaira schon mal so einen Quatsch. Ja. Na, das ist von anderen gegangen, als der, der angegriffen hat, oder? Ja. Reicht irgendwie gerade alles nicht ganz. Er ist jetzt auch Castle Age. Ich kann direkt 4 TCs bauen, weil ich so viel Holz gespart habe hier. Also ihr bitte auch mal, wo wir schon mal mit dem Thema sind. Holz sammeln. Viel improvisiert hier, aber gut. Muss erstmal auf jeden Fall keine Felder bauen, denke ich. Und vielleicht, sobald es geht, dann auch hier mit Steinen nachwollen. Also ich möchte einfach wirklich ein Late-Game-Makro-Spiel gegen die KI machen, weil ich glaube, dass es am schwierigsten für mich sein wird. Besonders ohne echte Übung quasi. Ja, ihr macht Holz. Hätte ich mir wahrscheinlich das Upgrade vorher holen können hier. So, machen wir mal. Das eilt ja nicht mit den Feldern gerade. Ich habe ja noch ein bisschen Nahrung aufgespart. Ihr könnt hier alle erstmal Steine holen. So, jetzt sind meine Feld-Upgrades auch fertig. Ich kann hier also insgesamt ein bisschen noch mehr Holz sparen. Manchmal muss man auch einfach die Map versuchen auszusetzen. Das habe ich irgendwo sehr viel auf einmal gemacht, ne? So. Hier ist natürlich überhaupt kein Platz für Felder, was natürlich ein bisschen scheiße ist. Hier noch ein Dorfzentrum hin. Wo gibt's Beef? Ach, hier kämpft jeder alleine so für sich. Den W-Punkt hier hätte ich mal aktualisieren sollen, aber gut. Ich hoffe, das sieht nicht allzu sehr nach einer Katastrophe aus hier gerade. Wie viele Reliquien habe ich auf meiner Seite eigentlich? Ich habe eine safe gesehen, zwei. Hier ist ein bisschen Gold eingemauert, drei. Und die hier ist eingemauert. Okay, das sieht also gar nicht so schlecht aus. Schlechtes Eco-Management aktuell. Muss mein ganzes Holz jetzt wieder ausgeben. Also irgendwie macht das doch echt viel aus, wenn man so eine Zeit lang gar nicht spielt und versucht wieder reinzukommen. Ich könnte schwören, mit dem Eco-Management war ich schon mal besser.
Soll ich auch mal langfristig überlegen, auf was ich eigentlich gehen möchte. Also er wird ja wahrscheinlich Range Units mit Siege machen. Seine Belagerungswaffen sind auf jeden Fall besser als meine. Aber habe ich Kanonen? Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, oder? Kanonen, 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 Kanonen. Habe ich nicht, das ist schade. Was spricht dann eigentlich für mich? Also ich glaube, die Äthiopier sind auf jeden Fall das bessere Volk. Was machen und nicht sterben dabei, ist die Frage. Was machen wir denn mal Schönes? Was mache ich mal Schönes? Also ich denke mal ein paar Plänkler rein zum Beispiel erstmal nicht verkehrt sein. Dann fange ich vielleicht mal an. Extrem viel Gold irgendwie auf meiner Seite. Also eigentlich ist mir das gefällt mir das ganz gut, so wie es hier gerade aufgebaut ist. Wo kommt das denn jetzt hier her? So, jetzt geht es zumindest schon mal hoch. Wir machen erstmal Plänkler. Upgrade holen wir uns. Warum so wenig Holz? Ich brauche dafür immer wieder jemanden, der ein paar Häuser baut. Wieso kriege ich so wenig Gold rein, Holz rein? Ich verstehe es irgendwie gar nicht. Dem kann ich hier Mining Camp killen? Das wird ihm sicherlich eine Lehre sein. Na komm. Krieg ich so viel Gold und weiß auch gar nicht so richtig, wo ich das aufgeben soll gleich. Mit Onagan werde ich wahrscheinlich nicht so weit kommen. Soll ich da einfach noch Samurai dazu machen? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher, wohin mit all dem Zeug. Wir machen mal Onagan. Wird zumindest nicht schaden, glaube ich. Ups, jetzt habe ich fast hier mit dem Doppelklick alles ruiniert. Fällt mir ein, ich hatte doch hier noch irgendwo noch eine dritte Reliquie rumfliegen. Da ist sie doch. Wunderbar. Auch mal holen. Und irgendwo ist Gold da. Weiß nicht, ob das Sinn macht, hier noch irgendwie blind Samurai reinzumischen, einfach damit ich irgendwas ans Meatschild habe, weil ich glaube, Kavallerie bringt mir nicht, wird mir nicht so viel bringen, so leichte Kavallerie.
Ja, ich gehe das jetzt einfach erstmal gemütlich an und schau, was er so treibt. Ah, da lasse ich mal kämpfen, bis ich einigermaßen Armee habe. Also er macht viele Rammen. Da wäre es tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, vielleicht ein bisschen Infanterie noch drin zu haben später. Ja, ich spiele jetzt erstmal hier Tower Defense quasi. Er verschleudert hier sein ganzes Gold, das soll mir erstmal recht sein. Und wir holen uns eine Burg hier schön im Hinterland erstmal. Und können hier mal Tore reinbauen, würde ich sagen. Wenn der Hotkey, den habe ich mir noch nicht eingestellt. War vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Die zweite Burg baue ich mir hier irgendwo, wenn es passt. Komm, hier steht sie doch schön. So, alles da rein. Wunderschön. Ja, die Kombo bringt es anscheinend erstmal, weil er nur schützend macht, aus irgendwelchen Gründen. Aber naja, das muss er selber wissen. Immer schön drauf da. Ich glaube, wenn wir hier irgendwo eine Burg hinpflanzen, wird das ein bisschen riskant. Oder? Ah, es passt schon. Aber bislang würde ich sagen, reichen die Plänkler und Onager völlig aus. Weil die KI darauf besteht. Ah, komm, da haben wir doch schon mal so einen Kollegen. Gegen den sind Samurai sehr gut. Wer ist denn nochmal? Schotelkrieger heißen sie. Da werden unsere Samurai glänzen. Hier versuchen wir dann gleich mal langfristig irgendwie durchzubrechen. So, das ist hier also doch nicht so schlau gewesen. Okay, das hat auch nichts gebracht.
Gut, dann machen wir das jetzt so. Ihr baut jetzt mal hier irgendwo noch eine Burg. Hier so. Ihr kommt hier immer noch nicht durch. Anscheinend sind die Onager alles, was ich brauchte für das ganze Spiel. So, und Samurai müssten noch eigentlich sehr gut gegen die Kollegen hier sein. So, und so langsam bräuchten wir auch mal schwereres Geschütz. Ja, die Samurai räumen das jetzt hier alles schön auf. Aber eigentlich hätte ich halt gesagt, dass die Japaner hier das unterlegene Volk sind, grundsätzlich. Aber es ist einfach auch sehr stur gespielt vom Gegner. Hier vielleicht mal auf den Hügel irgendwie drauf. Die Samurai laufen ja alle so durch. Hab ich noch nicht abgegradet. Und ihr könnt mal irgendwie hier hin. Müssen uns langsam mal die Gebäude angehen. Ja, es läuft sehr, sehr gut gerade. Man ist nur noch Samurai. Ist ja auch eine sehr coole Einheit, muss man dazu sagen. Und wir können so lange zu erlöschen. Wenn man so viele Billo-Einheiten macht, dann braucht man auch nicht so viel Eco. Wir schießen jetzt erstmal irgendwo in die Pampa, damit er sich dann alleine weiter Ziele suchen kann. Und du hängst hier fest, oder wie? Kannst mal hier den abschießen. Ja, wunderbar. Und sehr viel Gold haben wir auch noch über. Das heißt, ich kann mir auch noch eine Burg kaufen. Und die packen wir mal ganz frech hier hin. Ich muss gar nicht mehr Onager bauen. Also, das waren so bislang die MVPs. Was machst du denn hier? Ja, dieser Engpass hier mit dem Gold ist echt nicht so geil. Hätte ich natürlich mit dem Onager was cutten können. Ah, das Ding ist durch, ja. GG. Okay, lief dann doch besser, als ich dachte, aber den Anfang, den solltet ihr euch von mir nicht abgucken. Das war nicht so elegant. Und jetzt habe ich auch gar nicht so viel darüber gequatscht, was bei mir so abgeht, aber es ist auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ich hatte mir das nur so als quasi Thema überlegt, aber jetzt hat das Spiel eigentlich quasi genug hergegeben, um für mich ein bisschen was zu sagen. Ich wollte einfach mal wieder irgendwas machen, einfach mal eine Runde spielen. Und dabei habe ich mir dann erstmal meine Hassmap ausgesucht. Vielleicht mache ich als nächstes, wenn ich dann die Motivation dazu finde, auch ein Online-Spielen 4 gegen 4 auf Black Forest, weil das ist das, was ich wirklich hasse. Hier, das 1 gegen 1 gegen den Bot war ja noch ganz erträglich. Ja, ich hoffe, ich habe meine Zuschauerschaft noch nicht komplett verloren und möchte mich an dieser Stelle einfach nur nochmal lebend melden. Und es wird bestimmt auch wieder eine Zeit geben, wo ich mehr Bock habe. Es ist im Moment gerade, ich suche einen neuen Job, ich muss eventuell wieder umziehen und hab auch viele Job-Interviews und auf der Arbeit selber viel zu tun und so. Und deshalb kommt einfach viel zusammen und ja, ich denke, das könnt ihr verstehen. Ich hoffe, das Video hat euch in der Form gefallen oder zumindest nochmal einen Anreiz gegeben, wie man nicht spielen sollte, am Anfang zumindest. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann, wann auch immer das nächste Video kommen mag, zumindest in diesem dann wieder. Bis dann.